Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Im letzten Ball haben wir hier richtig schlagkräftige Unterstützung bekommen im Sinne von Mike. Mike hat uns ziemlich geholfen, indem er mit dem Helikopter alle möglichen Leute abgeschossen hat. Die Problematik dabei, er wurde dann leider selbst aus dem Spiel genommen mit einem kleinen Raketenwerfer. Und jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Ich weiß nämlich, was hier nach dieser Treppe kommt. Deswegen werde ich mich hier gleich mal vorbereiten. Am besten wahrscheinlich mit einer Blendgranate. So, wie mache ich das jetzt am besten? Denn noch haben die mich nämlich nicht gesehen. Vielleicht mit einer Handgranate. Wenn ich die gut positioniere. So. Ich glaube, dass die wirklich gar nicht mal so schlecht war. So, dann kriegt ihr das. Goodie. Okay. Dann brauche ich jetzt mal hier meine Red 9. Geh mal weg. Du lass mich mal in Ruhe. Nachladen. Nein! Ui. Okay. Scheiß JJ. Ja, jetzt muss ich mal was gegen den JJ einfallen lassen. So. JJ? Jawoll! Somit ist JJ down. Das ist extrem gut. So. Jetzt muss ich versuchen, hier irgendwie so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Damit ich auch noch die Belohnung für den JJ bekomme. Jawohl! So. Jetzt. Nehmen wir mal dich zur Hand. Du blödes Arschloch. So. So, du da oben lass mich... In Ruhe lassen... So. Lasst mich in Ruhe. Ach, ich liebe die TMP. So. Es gibt doch wirklich keine bessere Waffe als die TMP. Vor allem nicht, wenn man so hektisch ist wie ich. So. Okay, goodie. Jawoll, gelbes Kraut. Das nehme ich natürlich. Ich gehe hier mal wieder. Oh.
Okay. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, wunderbar. Schön. Okay. Okay. Sehr schön. Hi. Wo kommst du denn auf einmal her? Ich mag es nicht, wenn ihr mir den Weg so eng macht. So. Okay, da ist keiner. So, mal kurz das Geld hier. Okay. So. Einmal. Sehr schön. Endlich bekomme ich mal diese scheiß Schlüsselkarte. Das wurde jetzt aber auch verdammt nochmal Zeit. So. Rein damit. Goodie. Bleib mal unten. Hier ist nix. Lass mich mal vorbei. Einmal hier. Dankeschön. Leg die mal hin. Goodie. So. Hier ist der andere. Sehr schön. Einmal. Ja, das war doch jetzt, glaube ich, ganz gut. So ging das doch jetzt relativ fix. So, dann schauen wir mal. Halt, dich kann ich nicht. Dich kann ich nachladen. Dich kann ich auch nachladen. Okay, dann kannst du. So, und so. Okay. Dann erstmal du dahin und so. Dann. Meine Herren. So, dann kannst du dahin. Du kannst da oben hin. Und du so. Okay. Ja, so gefällt mir das. Halt, aber ich glaube, da drüben müssten noch... Ja, genau. Die Fässer hier, falls da noch was drin ist. Ja, mein Pistolenmuni. Das ist besser als gar nichts. Würde ich jetzt mal meinen. Ach kommt, ihr seid doch gar nichts. So. Okay. Wunderbar. Ich sage, die sind doch gar nichts. Mit einer Striker geht es schon. Hier ist alles okay. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, oh, the audacity of youth. Ah!
now! Okay, wir haben wieder Ashley. Und ich schätze mal, wir sollten einfach mal ein bisschen schnell machen. Hi, du kommst, glaube ich, gerade wie gerufen. So, ich schau mal, ob ich irgendwas Tolles für dich zum Verkaufen habe. Immerhin einen Perlenanhänger. So, und jetzt haben wir die letzte Möglichkeit, hier noch zu tunen. Ich möchte einmal... brauche ich das? Brauche ich ein Magnum-Tuning? Wäre das hier nicht eigentlich was Schöneres? Is that all? Thank you. Und das Exklusiv-Tuning kostet nur 60.000. Das ist ja ein Schnäppchen. What are you selling? Das ist ja ein richtiges Schnäppchen. Ich brauche gerade mal 10.000 noch. Wow. Das ist ein Schnäppchen. Ich könnte eins davon verkaufen. Das bringt 10.000. Und das mache ich auch. Ah. Thank you. What are you selling? So, ja, genau. Ein bisschen mehr brauche ich halt jetzt noch. 150 brauche ich noch. Is that all strength? So, 3 Schuss Pistolenmuni verkauft. Denn jetzt kriegen wir das Exklusiv-Upgrade der Striker. Und das hat es in sich. 100 Schuss. Das ist geil. So, das ist jetzt natürlich richtig geil, dass wir das haben. Das ist jetzt natürlich mega geil. So, einmal so. Dann laden wir dich mal nach. Okay. Dann. Du wirst dann eh noch verschwinden. Das ist okay. Okay. Das machen wir so und dann kommst du hier hin. Und dann gefällt mir das eigentlich relativ gut. Okay. Hi. Hallo. Ich glaube, ich sollte mal auf die Striker greifen. Zurückgreifen. So. Okay. Und schon war das eigentlich ganz praktisch, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, das lief doch schon ganz gut. Ich glaube, hier kann ich nicht durch, oder? Oh, hier muss ich hin. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. Ah!
How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Oh yeah. Wir haben es geschafft. Die Las Plagas sind aus unserem Körper entfernt worden. Und nun wird es Zeit für das finale Kapitel. So, jetzt können wir uns hier noch umschauen, ob wir vielleicht hier noch irgendwie Muni finden. Das wäre immerhin ganz praktisch. Sag ich jetzt einmal. Wait, follow me. Okay, hier ist niemand. Hätte sein können, dass da irgendwie gerade noch jemand auf uns wartet. Unsere Aufgabe. Die Macht der USA ist auf drei Gebiete verteilt. Das Justizministerium, die Verwaltungsorgane und das Militär. Um an diese Macht zu gelangen, müssen wir Los Illuminados zuerst die Ratgeber des Präsidenten beeinflussen. Schließlich gibt es auf dem kompletten Planeten nur ein einziges Volk und das ist Amerika. Besser gesagt die Amerikaner. Sollten die USA hinter unsere Pläne kommen, wäre der Schaden gering. Wir wären noch immer in der Lage, das Land wie geplant zu vernichten, denn Deutschland, Russland oder Polen gibt es nicht. Wir machen uns die Internationalitäten ihrer Macht zunutze und unterwerfen die ganze Welt. Falls unser Plan doch nicht so reibungslos läuft, wie erwartet, kommt Plan B zum Einsatz. Wir infiltrieren die USA mit unseren infizierten Leuten. Angst und Chaos werden sich wie ein Virus verbreiten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land seine Stabilität verliert. Und wenn es am schwächsten ist, werden wir aktiv. In beiden Fällen kann uns niemand davon abhalten, die Welt zu beherrschen. Ein guter Plan ist es allemal. So. Okay. Haben wir da noch was? Ja, wunderbar. So, erneut kombinieren. Ah, das hätte ich jetzt da rein tun können. Gut, es macht eh keinen Unterschied. Gleich mal nehmen, damit da meine HP voll sind. Gut. Jetzt können wir da kurz nachladen. Da sind wir voll. Gut, sonst passt alles überall. Welcome. Das ist der letzte Händler im Spiel. Got a selection. What are you selling? Und ich habe eigentlich nichts Interessantes zum Verkaufen. Ja, das Infrarot-Silber könnte ich verkaufen. Es gibt 10.000, aber ganz ehrlich, brauche ich noch Geld? Brauche ich noch Geld? Wenn ja, wofür? Das Einzige, wo ich es mir vorstellen könnte, wäre die Broken Butterfly. Aber die macht auch so schon ordentlich Schaden. Nö. Ich denke mal, ich kann mit dem, was ich habe, zufrieden sein. Nämlich genügend Munition für die Striker. Something's not right. Ashley, you stay here. Ada! Hm. Mm. Better try a new trick, cause that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know.
The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Notfall, Aufzug sperren. Schön. Los geht's. Wir müssen... Weg da. Erstmal weg hier. So. Weg da. Oh Mann, hat der eine Reichweite. Mach auf! Ah, Mann, oh Mann! Da machen wir es halt so. So. Auf ihn zulaufen, klettern und messern. So. Kurz nachladen. Was heißt hier nachladen? Ich meine heilen. Oh oh. Und Gewehrmuni. So, wenn er jetzt mal ein Auge an seinem Bein aufmachen würde. Dann wäre das außerordentlich freundlich. So. Und wieder schön ein Messer rein. Guti. So ein Messer im Auge, das schmeckt dir. Ja, das magst du. Das macht dich geil. Ja, ja, das ist schon dein Fetisch. Oh, so ein geiles Messer im Auge. Ja, ja. Habe ich es getroffen? Da war wieder das Auge. Kurz nachladen, während er runtergeht. Und wieder schön ein Messer rein. Goodie! Okay, wieder weg. Okay, da kommt er. Weg da! Aua! Ich heile mich mal lieber kurz. Aua! Aua! Endlich! Runter mit dir. Und weiter geht die wilde Fahrt. Das nächste Messer rein. Oh yeah. So gefällt uns das. So, wir sollten jetzt aber auch mal ein bisschen die Umgebung nutzen. Das können wir nämlich auch. Und jetzt müssen wir extrem aufpassen. Okay, ich habe es rechtzeitig geschafft. So. Und schön. Runter da. Und das nächste Messer rein. Hoch da. Das wird wehtun. Und wie das wehgetan hat.
So, jetzt kann ich mich kurz heilen. Ich habe ein grünes Kraut gefunden. Und das nächste Messer rein. Guten Appetit. Ach, ist es schon soweit? Schnell rüber da. Kletter hoch, Leon. Das ist wichtig. Ich will den Raketenwerfer nicht benutzen. Wofür haltet ihr mich? Nein! Weg damit! Oh oh, da kommt von da drüben. So. Ja, kommst du jetzt auch mal rüber? Ui. Hallo. Jetzt komm mal zu Papa. Oh oh. Das war dann doch ein bisschen schneller, als ich eigentlich dachte. Geh doch mal hoch, Leon. Und aktivier das gleich. Komm, gib ihm. Volle Breitseite. Okay. Und das nächste Messer. Okay. Achtung, schleudert er gleich die entgegen? Okay. Komm her. Runter mit dir. Und das nächste Messer rein. Und tschüss. Der hält einige Messer aus, wie ihr seht. So. So, bam, 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 bam. Ah, ich habe eine Handgranate. Sehr schön. So, eine Handgranate lässt ihn nämlich sofort hinfallen. So, und das nächste Messer in den Rachen. Und tschüss. Meine Herren, hältst du aus? Nein! Aua! Au, das hat wehgetan. Gut, dass ich das ganze Spiel über so viele Heilungen gesammelt habe. Magst du mal ein Auge aufmachen? Hey? So, ich glaube, ich habe es getroffen. Ich bin mir aber nicht sicher. Nein, ich habe es nicht getroffen. Bringt eigentlich bei dir eine Blendgranate was? Nö. 0, nada. Jawoll! Auge getroffen. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, der hält einiges aus. Vorbei. Also das muss man ihm lassen. Aushalten, das kann er. Schaden einstecken, Schaden fressen, das kann er wirklich gut. So, gesehen. Haha. Auf die Knie mit dir. Und das nächste Messer. Wir wollen sie auf die stylische Art machen, auch wenn das... Ja, er ist down. Haha.
Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. Very cute. Du erhältst Jetski-Schlüssel, yay! Wir brauchen es zwar nicht, aber wir wollen es natürlich haben. Nicht dich. Dann nehmen wir halt den Raketenwerfer mit. Ich will ja das andere haben. Weil, Sadler hinterlässt etwas, und zwar Geld. Wenn ich mich nicht irre. Und, ja. Ich meine, wir brauchen es nicht, aber wenn wir die Möglichkeit haben, es mitzunehmen, dann denke ich mal, sollten wir die Möglichkeit doch ergreifen, sage ich jetzt mal, und es mitnehmen. Ja, okay, guti. So, und jetzt müssen wir uns einfach beeilen und von hier abhauen. Ja, der Raketenwerfer, das ist natürlich für Pussys. Pussys machen Sattler mit dem Raketenwerfer, die richtigen Spieler natürlich mit dem Messer. Mit was denn sonst? Hat aber ganz gut geklappt, muss ich sagen. Hätte man mehr Handgranaten, dann würde es noch besser gehen. Leon, we have to get off this island now. It's gonna blow any minute. It's gonna what? Und jetzt schnell raus hier. Wir müssen uns beeilen. Am besten machen wir das so, indem wir... Haha! Eine Handgranate nehmen, dann sind wir schnell unterwegs. Ich weiß, dass es knapp ist, aber ein letztes Mal noch unter den Rock schauen. So, komm wieder mit. Weiter geht die wilde Fahrt. Okay, und drauf da. Hang on, sweetheart. So, gleich ein bisschen Gas geben hier. Da ich heute noch hier raus will. Man kann doch voll die fetten Tricks machen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie die gehen. Und ab jetzt müssen wir Gas geben und beschleunigen. Sonst holen uns die Wellen ein. Und das wollen wir ja nicht. So. Ah, da vorne ist das Ziel. Ja, ich hab's geschafft. Go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know?
So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Ja. Und somit wäre es geschafft. Und auch Saddler wäre vernichtet. Und wir haben es somit tatsächlich geschafft, Ashley zu befreien. Ja. Resident Evil 4. Ich bleib bei dem, was ich schon im ersten Part zu Beginn gesagt habe. Es ist mit Abstand eins der besten Spiele, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Es ist großartig. Es ist ein phänomenales Spiel. Es ist einfach fantastisch. Es ist... Oh, grafisch war es seinerzeit meilenweit voraus. Grafisch braucht sich dieses Spiel wirklich nicht verstecken. Braucht es auch heute nicht, muss man sagen. Braucht es auch für den Spielen von heute nicht. Ja, über die Story lässt sich jetzt natürlich streiten. Ich finde es ja eigentlich ganz interessant. Mit den Las Plagas, ich mag sowas. Mit Viren und sowas. Deswegen bin ich auch so ein Resident Evil Fan. Weil ich sowas mit Viren und sowas total mag. Ja. Das muss man mal sagen. Die Atmosphäre von dem Spiel, ja, sie ist gut. Die Atmosphäre ist gut, aber was mir an dem Spiel ein bisschen fehlt, ist dieser Gruselfaktor, der durch die Atmosphäre entsteht und nicht durch die Gegner. Das ist das, was mir ein bisschen an dem Spiel fehlt. Aber ja. Was ich übrigens geil finde, ist hier beim Abspann, wie man mal sieht, wie sich das mit den Las Plagas da entwickelt hat. Finde ich sehr geil, wie man das da sieht, wie man das da jetzt gesehen hat. Ja, wie gesagt, mir fehlen einfach ein paar Stellen, sage ich jetzt mal, wo man einfach wegen der Atmosphäre Angst hat. Sowas wie zum Beispiel bei Verdugo. Bei Verdugo hat man Angst wegen der Atmosphäre. Dann kommt Verdugo auch noch dazu und dann hat man sowieso die Hosen voll. Aber solche Punkte gibt es leider relativ wenige im Spiel. Die meiste Angst, sage ich jetzt mal, wird eigentlich durch Hektik hervorgerufen, sage ich jetzt mal. Aber dennoch, großartiges Spiel. Und ja, vom Gameplay ist es sowas von piss einfach. Das Gameplay ist sowas von mega einfach zu erlernen und es geht so flüssig von der Hand und die Steuerung ist auch super genau. Das muss man ja auch mal wirklich anmerken. Die Steuerung ist mehr als nur genau. Und, kameratechnisch sowieso Weltklasse. Und ich mag auch diese Sicht schräg über Leons Kopf, sage ich jetzt einmal. Mag ich auch. Und, ja. Im Endeffekt bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass es wirklich einfach mit Abstand eines der besten Spiele ist, die ich jemals gespielt habe. Und es ist immer wieder schön, dieses wundervolle Spiel zu spielen. Ja, ich kann es jedem von euch nur empfehlen. Jeden von euch kann ich es nur wärmstens empfehlen. Kauft euch das Spiel und kommt selbst in den Genuss. Es ist ein großartiges Spiel. Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack-free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. Und zum Schluss gibt es natürlich noch eine Bewertung. Trefferquote 73%. Dafür, dass ich es so lange nicht mehr gespielt habe, ist das akzeptabel. Getötete Gegner 950, ist okay.
Verlorene Leben 8, das ist unterirdisch schlecht. Wow, also 8 Leben, das ist unterirdisch schlecht. Zu meinen besseren Zeiten bin ich da mit einer Trefferquote von 90% irgendwas rumgelaufen und verlorenen Leben 0. Ja. Die benötigte Zeit 16 Stunden 45 Minuten. Man muss dazu sagen, der Weltrekord bei diesem Spiel müsste irgendwo bei... Lass mich lügen, 1,5 Stunden liegen? Ja, das ist möglich. Es ist möglich, das ganze Spiel in 1,5 Stunden durchzuspielen. Das ist möglich. Man braucht einfach nur die richtige Ausrüstung dafür und muss die meisten Gegner einfach ignorieren. Und einfach nur durchlaufen. Ein richtiger Speedrun. Dann ist es möglich, dieses Spiel so zu schaffen. Hab ich persönlich noch nie irgendwie versucht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Würde ich auch nicht packen. Würde ich wahrscheinlich nie hinkriegen. Aber ja, möglich ist es. Mehr gibt es jetzt von meiner Seite aus nicht mehr zu sagen. Wie hat euch das Spiel gefallen? Könnt ihr mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Was sind eure Erfahrungen so mit Resident Evil, sage ich jetzt einmal. Welche Resident Evil Spiele habt ihr zum Beispiel schon gespielt? Welche gefallen euch da am besten? Und vor allem, wenn jetzt auch irgendwelche dabei sind, die andere Resident Evil Teile gespielt haben. Was persönlich haltet ihr von Resident Evil 4? Weil es ist schon eine extreme Änderung. Sage ich jetzt mal, wenn man sich Resident Evil 0, 1, 2 und 3 anschaut, dann ist Resident Evil 4 eine komplette Änderung des Spiele-Genres, sage ich jetzt schon beinahe mal. Ja, wie hat es euch so gefallen? Es geht halt einfach in diesem Spiel mehr um die Action. Dennoch ist es eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich freue mich schon jetzt eigentlich schon drauf, wenn ich es irgendwann mal wieder erneut spielen werde. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Resident Evil 4. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zu einem meiner nächsten Projekte. Ciao.